Wunderschönen Sonntag zusammen, wieder Town of Salem Together. Mit dabei ist der Heke. Hallo. Der Toni. Hi. Und der Garg. Moin Moin. Und der Krian. Nee, ich bin nicht dabei. Okay, du guckst nur zu. Genau. Seid ihr denn alle? Wäre ja, wobei, im Prinzip geht das ja, man kann ja sogar zuschauen. Ich bin böse. Ich auch. Ich bin gut. Ich weiß es nicht. So. Wir werden natürlich auch was anderes claimen als Doktor. Bin ja nicht dumm. Ha, manchmal schon, aber in diesem Fall nicht. Welche Art von Böse bist du denn? Bist du ein Neutral-Böse oder bist du ein Rot-Böse gar? Ich bin ein Rot-Böse. Schon wieder? Du bist immer böse. Keine Qual, letzte Runde war ich gut und hab meinen Job gemacht. Ja, und? Hat viel gebracht. So, und wieso weißt du noch nicht, was du bist, Toni? Bist du etwa... Ich weiß, was ich bin, aber... Du sagtest, du weißt es noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich gut oder böse bin. Ein Survivor. Hängt von meinen Taten ab. Ah, du bist Mayor. Oh, der Veteran hat losgelegt. Ist einer von euch tot, Herr Garg? Nö. Bodyguard tot. Nice. Cool. Machst du das? Wir wissen, wer der Veteran ist. Sofern es überhaupt stimmt. Könnt ihr Hexe geben? Ist ja relativ wahrscheinlich bei 2 Evil. So, die Mafia hat auch gekillt. Herzlichen Glückwunsch. Red Dragon sagt, I am Survivor, please don't kill me. Und der Bodyguard besucht ihn. Möglich. Boah, sieht gut aus wie die Town. Jailer tot, krass. Hört viel zu laut. Wirklich eine Witch. Sagt zumindest einer. Ah, James Bailey sagt, er wäre Sheriff und Ignil wäre also Mafia-Member. Natürlich muss Billy Pilgrim so kurz sagen, Exe! Fire Dragon claimt Veteran. Glaube ich nicht, er hat doch erst Survivor geclaimt, oder hast du gesagt? Er hat erste Nacht Veteran, Fire Dragon hat Survivor geclaimt und im Bodyguard steht aber, steht, dass er ihn besucht hat, also ist er höchstwahrscheinlich Veteran. Oder er wurde halt von der Hexe kontrolliert. Oder Transporter. Oder es war einfach nur ein lügender Bodyguard. Alle wählen Ignil, das geht schnell. Da kann man mitwählen. Wieso auch nicht? Kann man ja machen. Und der Bodyguard lief. Naja, wenn es einen Retri gibt, dann wird der Jailer wahrscheinlich wiedergebracht. Ja. Das Tolle ist auch, dass er keine Rolle claimt. Garg, wieso claimst du keine Rolle? Warum sollte ich? Weil du doch hochgewählt bist. Ah, er claimt Lookout. Böse! Schuldig, schuldig, schuldig! James Bailey sagt, er ist Inno. Lenny sagt auch, er ist Inno. Inno, Inno. Alle sagen sie Inno. Hey, ich bin aber böse. Und er wird doch Inno gewählt und noch nicht mal derjenige, der ihn hochgewählt hat, hat ihn schuldig gewählt. Interessant. Jetzt sagt, war er nicht der, der ihn hochgewählt hat? Er kann da geframed worden sein. Ja, aber seit wann sagt dann einer, Junge, ja, komm, bitte, Inno? Es können nicht, ist sehr unwahrscheinlich, dass 2 Leute da sind, die dich beschützen können, aber egal. So, auf wen gehen wir denn? Ich würde sagen, wir gehen mal auf... Bunny. Bobby Town. Das Problem ist, wir wissen, dass, dass wer Garg ist, aufgrund des Skins, er ist nämlich hier unten, er ist Number One, den ich in der ersten Nacht angeblich. Oh, was für ein böses Werk verrichtet ihr denn? Ich versuche zu töten. Hat gelieft. Eine sinnvolle Beschäftigung.
Au. Ist einer von euch tot? Nee, ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Oh. Da sind sich Mafia und SK einig. Er sagt ja, er ist wahrscheinlich Town. Siehste? Hello, Spy. Wer hat's geschrieben? Kann er nur Krian sein. Ich bin doch nicht Mafia. Nein. Oh. Ich werde die Info jetzt nicht verwenden, dass Number One Dark ist und dass er Mafia ist. Ist ein bisschen blöd, aber man sieht halt anhand der Skins, Hauszusammenstellung. Von daher lassen wir es einfach mal sein. Also jetzt soll es doch Ignil sein, weil es der Herr Spy sagte. So, Karl, Natsu, Lenny und Number One sollen allesamt James Bailey besucht haben. Kann man ihn hochwählen. Und ich muss ja auch Mafias loswerden. Von daher folge ich denen einfach mal. Lenny wählt mich. Okay. Ja gut, er hat im Prinzip keine Möglichkeit mehr, sich zu verteidigen. Ja. Auf jeden Fall sind sich James Bailey und Rabbit irgendwie einig. Ja, eine ziemlich einseitige Runde. Irgendwie sieht es aber schlecht aus für die Town. Die Frage ist, was machen wir? Oh Gott, ist ja auch noch möglich. Aber trotzdem wird er halt immer wieder hochgewählt. Im Prinzip müsste ich ihn töten. Ich muss die Mafia langsam loswerden. Ansonsten habe ich Probleme. Immerhin, ich wurde nicht attackiert. Mafia und SK scheinen sich echt einig. Sind sich wieder einig, ja. Brechen sich ab. Skype-Cheating. Wir sprechen uns doch gar nicht ab, gar. Ich kann niemanden abstechen. Bodyguard down. Langsam ist problematisch hier. Was spricht Karl mit Ignir?
Ich denke mal, Lenny ist eindeutig böse. Angeblich soll er auch immun gewesen sein, als wird er wahrscheinlich Gottvater sein. Da hat er sogar recht gehabt, dass Natsu ihn besucht hat und trotzdem wieder hochgewählt. Ja gut, das kann aber halt ein Glücksfall sein. Bei Laut 2 wurde er nicht besucht. Hä, von wem wurde er besucht? Hat das doch geschrieben, oder? Oder? Was hat er denn geschrieben? Wo ist denn das? Nee, Number One und James Bailey wurden vom... Geh mal in den Chatlog nach Tag 3 ganz am Anfang. Dass James Bailey von Carl, Natsu, Lenny und Number One besucht wurde. Ja, er hat... Er sagt ja, dass er James Bailey in der Nacht 2 getroffen hat. Ja, das ist aber... Er hat 4 Namen reingeschrieben und einer davon war richtig. Das ist vom prozentualen Satz her, ist das nicht schwer. Aber es hat auch noch niemand gesagt, dass er ihn nicht besucht hat. Weil keiner was gesagt hat. Wahrscheinlich hat er 2 Mafia-Namen mit reingeschrieben. Im Notfall hätten die gesagt, ich hab ihn besucht. Es wird schwierig. Ich bin tot. Krian hat mich erwischt. Hab ich dich? Ja. Hab ich recht gehabt, dass Lenny Gottvater ist? Nee. Er war Bodyguard, cool. Noch einer? Krass. Damit ist das Random Town raus. Oder also Ignil ist innocent. Da hat er sogar reingeschrieben, dass er es ist. Hat er gesagt, dass Lenny ihn besucht hat? Tatsache. Aber Lenny hat nie gesagt, dass er ihn besucht hat, oder? Und da war sogar ein Framer. Ja. Du bist ja ein seltsamer Typ. Naja, egal. Auf jeden Fall sehr interessant. Probably Town denkt immer noch, dass Ignell Mafia ist. Zu 100%. Und Bunny lieft. Wer lieft? Bunny. Toll. Bunny hat gelieft, ja. Toll. Damit hat er entweder SK oder Stadt gewonnen. War das ja die letzte Mafia, oder was? Ja. Das ist für mich jetzt auch schlecht, weil, ich muss auf jeden Fall den James Bailey am Leben halten. Er scheint nämlich dadurch confirmed Exe zu sein. Ich werde ihn jetzt töten, weil 2 Bodyguards raus sind. Das heißt, Random Town ist weg. Er ist Lookout. Er könnte natürlich wirklich Sheriff sein, aber es ist unwahrscheinlich. Ich werde jetzt Ignil töten. Na, Ignil nicht. Ich werde jetzt Russia töten. Ich muss da mit James Bailey zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob es eine Hexe gibt. Wurde irgendjemand bisher von der Hexe kontrolliert? Ja. Ich letzte Nacht, deswegen hat mich ja auch jemand erwischt. Nee, so klappt das nicht. Wenn, dann wurdest du transportiert. Nee, ich wurde kontrolliert und
gekillt. So. Ja, aber du wurdest nicht gekillt, weil du kontrolliert wurdest. Nein, nein. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Wie immer. Okay, da dürft... Ich dürfte alle Rollen wissen. Jo. Bist du schon tot? Nein. Ich weiß alle Rollen. Noch. Dumme Auswahl, dass ich die Hexe töte. Das war schlecht. Oh. Natürlich wieder so ein verdammter Spy. Natürlich. Ja, brauche ich nicht zu schreiben, ist eh scheißegal. Schreibe ich gar nichts erst. Dürfte es gewesen sein. So, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Das war's schon? Ja. Warst du das, Krian? Natürlich, sonst würde ich nicht sagen, dass Tschüss ist.